Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei The Search. Wir sind in der tropischen Klimazone angekommen und ja, wir sind hier in den Biolabs und suchen nach Dr. Chavez. Immer noch. Wir machen Progress. Ich bin zufrieden, wie die letzten paar Episoden gelaufen sind. Grundsätzlich. Wir haben volle Heilung. Sie sind echt schnell, die Scheißviecher. Das hat er gerade ein bisschen rausgebackt. Ich weiß es nicht. Ah, der Armor ist fast weg. Der Armor von dem Vieh ist bald down. Oh! Da war ich zu greedy. Hat gerade der Controller ziemlich gerumbelt, weil während es gelaggt hat. Oh, das waren 21er, das haben wir noch nie geschafft. Okay, komm, Sprung. Oh. Keine Ausdauer, Mist. Aufpassen. Machen wir noch mal eine rein. Yes! Gute Sache. Also ich kriege so langsam, aber sicher Routine gegen die. Sie sind am Anfang waren sie so ein unüberwindbares Hindernis vor ein paar Episoden noch. Und mittlerweile geht es eigentlich ganz gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass es meine Lieblingsgegner sind. Aber ist auch nichts mehr, wo ich mich extrem davor fürchte. So, was steht da? Da geht es irgendwie zu den Laboratorien. Ich vermute mal, da geht es weiter. Ich werde mal gucken, was hier oben ist. Zuerst, wir müssen hier wirklich alles sauber erkunden. Okay, das. Er ist nicht der freundlichste Mensch. Bot. Ich weiß nicht genau, was die sind. So, tschüss. Überladen wir das Ding hier, 22, das ist ja mittlerweile ein Kinderspiel. Hat uns was gebracht? Wir wissen es nicht. Ah, da liegt noch was. Aufheben. Hey. Nimm es auf. Das können wir nicht zerstören. Okay, gut, dann runter. Hilft ja nichts, ne? Weil wir wissen nicht, was das Ding gemacht hat. Ach, das hat das hier. Okay. Jetzt lässt uns das hier öffnen. Was ist das? Recycling Body. Version 2. Gucken wir uns das mal kurz an. Das hört sich interessant an. Mehr Zusatzkerne. Ach, ich würde das Zeug gerne verschrotten. Es müllt langsam unser Inventar zu. Exokondensator speichert Energie, verhindert Energieverlust unterhalb von 20% der maximalen Energie. Okay. Ich will. Aggressionsverstärker. Wo ist das andere Ding? Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Verdammt. Spatzenhirn. Ablativmatrix. Naja, egal. Wir haben sowieso keinen Slot wirklich frei und die Heilung brauche ich. Sie sind einfach. Ich habe das Gefühl, die Heilungen sind zu stark, um sie nicht zu verwenden. Industrielle Elektromagnet. Okay, naja. So, wir kommen wieder in den Untergrund. Hooray. Genau das habe ich mir gewünscht, nicht? Da geht's zu den Laboren. Das ist. Doch gewusst, dass da irgendwas nicht stimmt. Autsch. Mistvieh. Ich bin verlangsamt. Autsch.
Ah, das ist nicht gut. Jetzt zu sterben, das wäre dumm. Lieber ein bisschen regenerieren. Ah, das haben wir gerade ein bisschen durchgebracht wieder. Als macht er wieder irgendwas. Mit dem Slow, ne? Okay. Na komm. Ich sehe keine HP-Anzeige. Und das stört mich ein bisschen. Warum sehen wir keine HP-Anzeige? Ausdauerboost Version 3. Das könnte gut sein. Machen wir es. Hier Ausdauerboost. Wird die maximale Ausdauer abhängig von der Kernleistung. Plus 18 Ausdauer. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich denke, das könnten wir wahrscheinlich reinpacken, wenn wir mit 45 den letzten Slot freigeschalten haben. Ich sehe nichts. Ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. So, ich glaube, wir kommen der Sache Pumpwerk. Ich dachte schon, wir kommen der Sache näher, aber vielleicht ist das auch falsch gedacht. Ist mir zu dunkel. Ja, da geht's zu einer Metrostation. Okay. Spannend, was haben wir hier? Schrott aus Altmetall? Oder aus Metall? Was macht ihr da? Versucht ihr da die Tür zu öffnen? Das sind Flammenwerfer-Typen, also der hintere zumindest. Hast du Schwachstellen? Du hast keine Schwachstellen. Ja. Ist mir schon klar. Das musst du mir nicht sagen. Ich bin Profi. Naja. Ich tue so, als wäre ich Profi. So, Jungs. Zeit, ein bisschen Damage zu machen. So, machen wir den hier erstmal platt. Und kümmern uns jetzt um den zweiten. Ah, der lädt nach. Autsch. Das ist nicht gut. Die sind nicht ohne. Warum konnte ich da keinen Finishing Move machen? Ich weiß es nicht. Hallo, kannst du das Ding aufnehmen? Weiter MK2. Okay, die Tür ist offen. Frau Chavez, wie geht's Ihnen? Hatten Sie einen guten Tag? Sieht so aus, ne? Botix Energiekern. Komm, nehmen wir den Den erstmal mit. Energiekern, da kannst du behalten. Sieht aus, als könnte deine Drohne ihn gebrauchen. Außer Reichweite überladen. Ah, das ist das hier, ne? Industrieller Elektromagnet. Nee. Fokussierter Infrablaster, Erschütterungsmodul. Also, ich glaube, das hier ist neu. Dann gucken wir uns erstmal hier dieses Irgendwas Audiolog an. stimmt nicht mit der Verbindung. Die Formel ist korrekt. Die Berechnungen gehen perfekt auf. Zumindest in der Theorie. Aber in letzter Zeit spüre ich häufig Druck in der Brust. Und manchmal, wenn ich mich zu sehr anstrenge, brauche ich einige Minuten, um wieder zu Atem zu kommen. Die Scans zeigen nichts an. Noch nicht. Aber ich frage mich, ob es daran liegt, dass ich den Chemikalien nun direkt ausgesetzt bin. Das könnte ein Problem sein, ja. In Es der Tat. reicht einfach nicht, mich zu feuern und in Schande vom Feld zu jagen. Nein. Ab mit ihrem Kopf, damit sie uns nicht in die Suppe spucken kann. Sieh es dir an. Die Arbeit von Monaten. Vernichtet. Das ist ein Albtraum. Ein blanker Albtraum. Es tut mir so leid. Ich habe mich noch nicht mal bedankt. Wir wissen eigentlich, wer sie ist, aber wir können ja trotzdem mal nachfragen. Wer sind Sie wirklich? Dr. Chavez. Irgendwann mal kannte mich hier jeder. Mein Team und ich, wir waren Resolve. Ich half es zu erschaffen. Habe das Projekt geleitet. Aber das waren andere Zeiten.
Als die Probleme mit Resolve unübersehbar wurden, hat man mich rasch beiseite geschoben. Mein ehemaliger Kollege war mehr als bemüht, seinen eigenen Vorschlag durchzusetzen und meinen Platz zu übernehmen. Und das Einzige, was den Vorstand interessiert hat, war, dass es billiger war und schneller. Alles andere war irrelevant. Okay, was ist hier los? Sie wissen, was hier vor sich geht, oder? Meine Arbeit hier ist nicht offiziell. Ich bin nicht mehr Teil dieser Firma. Die Wahrheit ist, ich existiere nicht. Was immer geschehen ist, hatte nichts mit uns zu tun. Ich habe meine Theorien, aber solange ich nicht mehr Informationen habe, bleiben es meine Theorien. Ich habe seit Tagen nichts von meinem Team gehört und da draußen herrscht absolute Anarchie, sodass ich mit dem Schlimmsten rechnen muss. Ich weiß, ich schulde dir mehr als genug, aber ich muss dich um noch einen Gefallen bitten. Das war ja klar. Ah, was denn? Kommt auf den Gefallen an. Okay, auf diesem Chip befinden sich wichtige Daten. Daten, die Resolve und vielleicht die Menschheit retten könnten. Ich muss dir damit vertrauen. Ich würde da draußen keine 5 Minuten durchhalten, geschweige denn es zur Vorstandsebene schaffen. Du bist meine einzige Chance. Bring ihn zu Bonham oder Fox. Sie sind beide im Vorstand und es ist entscheidend, dass sie ihn so schnell wie möglich erhalten. Okay, gut, können wir machen. Her damit und die Sache ist erledigt. Mach schnell, wir zählen auf dich. Wir werden das wahrscheinlich sowieso machen müssen. Sieh an, wer wieder hier ist. Ich habe dir alle Eckdaten geliefert. Boah, aber wenn du bist... Dann ist Resolve eine Lüge? Also ist Resolve eine Lüge? Ist es das, was sie sagen? Oh nein. Resolve wird immer noch da hochgeschossen. Zumindest vorerst. Wenn es etwas anderes wäre, dann wüssten wir es. Aber für sie ist es nur ein Relikt. Genau wie ich. Weil ich daran festhalte, auch heute noch. Ich weiß, dass ich es retten kann. Darum sind wir hier, mein Team und ich. Weil wir daran glauben. Vielleicht sollte es nicht gerettet werden. Vielleicht ist es nicht so gut für die ganze Sache hier, dass dieses Resolve. Da wurde bestimmt an üblen Sachen geforscht. Weil jedes giftige Zeug. Sie wissen, dass Resolve giftig ist, genau. Ich habe gehört, Resolve ist toxisch. Dass uns der Scheiß seit Jahren vergiftet. Das Absolute existiert nicht. Nur rosarote Brillen und Töne in Grau. Resolve funktioniert. Bloß einfach nicht schnell genug. Ja, wir haben nicht erwartet, dass die Nebenwirkungen dermaßen verheerend sein würden. Ich hätte es hinkriegen können. Ich habe es versucht. Barrett dagegen war nur an seinem eigenen Fortschritt interessiert. Und sobald ich gestrauchelt bin, war er da, um mir den sprichwörtlichen Dolchstoß zu versetzen. Ich glaube, sie ist so ein bisschen vernebelt von ihrer eigenen Forschung. Sie glaubt so sehr daran, dass sie nicht mehr wirklich sehen kann, nicht mehr das Ganze objektiv betrachten kann, weil sie so befangen darin ist und so viel Zeit investiert hat. So ein bisschen die Sunk-Cost-Fallacy. Was war das für ein Vorschlag von Ihrem Kollegen? Ich habe die Daten gesehen und glaub mir, du willst davon nichts hören. Die haben nicht mal eine Ahnung davon, was für ein Horror sie auf die Menschheit loslassen wollen. Resolve war nicht perfekt, aber Utopia, das ist der blanke Irrsinn. Dieser Mann führt uns an die Schwelle einer globalen Massenvernichtung. Und das alles für Geld, Zeit und Ego. Ja, das ist das... Lieber machen, dass ich loskomme. Und ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Wenn du noch... Okay, gucken wir mal, ob wir noch was aus hier rauskriegen. Sieh an. Ich habe dir... Bonham, aber wenn... Nein, kriegen wir nicht. Okay. Ja, schon okay. Ich führe das Gespräch einfach an. Ja, rede mit dir. Du hast sowieso nichts Besseres zu tun da drin. Nicht so, dass du wirklich viel großartig noch eine andere Wahl hast. Okay, wo kommen wir weiter? Drücke Y bei gleichzeitigem Blicken in die Richtung von Schaltkreisen außer der Reichweite. Was? Drücke Y bei gleichzeitigem Blicken in die Richtung von Schaltkreisen außer Reichweite, um deine Drohne zu überladen. Das funktioniert nicht, weil ich nicht genug Energie habe, aber... Wie kriegen wir die Energie? Bei gleichzeitigem Blicken in die Richtung von Schaltkreisen.
Brauchen wir wirklich Energie dafür oder habe ich die falsche? Wir können das mal mit allen. Ne. Industrielle Elektromagnet. Welche Drohne müssen wir denn verwenden? Nicht genug Energie. Okay, schade. Was machen wir denn jetzt? Wir kriegen ja ohne Gegner kriegen wir auch keine Energie. Das ist ein bisschen ein Problem. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas mache ich falsch. Glaube ich. Kriegen auch von dem Zerstören von den Gegenständen hier keine Energie. Also nochmal. Drücke Y bei gleichzeitigen Blicken in die Richtung von Schaltkreisen außer Reichweite. Warum geht's nicht? Verbindung fehlgeschlagen, Tür kann momentan nicht geöffnet werden. Bitte kontaktiere das Servicepersonal. Ich denke, dieser Hinweis ist, der war vorhin noch nicht da. Der wird jetzt hier nicht umsonst da sein. Es gibt auch keinen anderen Weg hier raus. Aber ich glaube, ich... Wo sind wir reingekommen? Hier sind wir reingekommen, die Tür ist zu. Tja. Und nun... Was übersehe ich hier? Erschütterungsmodul. Bei gleichzeitigen Blicken. Kann man irgendwie, muss man irgendwie speziell blicken, irgendwie das speziell anvisieren? Okay. Jetzt ging's. Aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, das hier unten ist gar nicht der Schaltkreis, das da oben ist der Schaltkreis. Spannende Sache. Ah, das wird mir noch so oft zum Verhängnis werden, das sehe ich jetzt schon kommen. Okay, da geht's zur Metro. Central Production B. Da sind wir hergekommen. Von der Central Production. Müssen wir zurück in die Central Production B? Ha! Zugangsbeschränkungen für diesen Sektor bleiben aktiv. Aber wir haben noch so viele Türen gehabt, die wir nicht aufkriegen. Bitte bleibt innerhalb der Servicestation. Blue Sky Station. Ich wüsste nicht, was wir in der Central Production B noch machen können. Ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl... Was machen wir denn? Erstmal ein Level Up. Dann ballern wir hier nochmal 9400 rein. Tja, Ich weiß nicht. Es kann jetzt natürlich sein, dass wir dadurch, dass mit dem Modul, das wir haben, jetzt irgendwo reinkommen. Sollte ich demnach irgendwie nochmal zurückgehen und versuchen, alle Türen, die wir nicht aufgekriegt haben, nochmal anzusehen. Zum Beispiel die Türen, wo wir halt unseren Scan gemacht haben, das hat nicht funktioniert zum Beispiel. Oder wir gehen zurück zur Central Production B. Da stellt sich dann allerdings dieselbe Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich meine, wir können mal ganz kurz hier hingehen. Also hier hochgehen. Ich renne jetzt hier durch die ganzen Gegner durch. Wir müssen nicht jedes Mal alles wieder von neuem wegmachen.
Aber wir hatten, also ich weiß hier zumindest von einer Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Ich will die einfach mal checken. Nur um sicher zu sein. So, hier durch. Dann möchte ich, wir können auch mal kurz gucken, ob wir hier drüben irgendwie was machen können. Okay. Autsch. Was mache ich hier eigentlich? Looten, ne? Ich loote. Ich loote einfach. Ich loote und versuche hier irgendwie lebendig wieder rauszukommen. So, lass mich in Ruhe. Ihr Schweine. Ist hier hinten noch was? Okay, wir haben irgendwas gelootet. Schön. Wirklich viel mehr gibt es hier hinten, glaube ich, nicht. Also wir können das dicke Ding wegmachen, aber ich glaube nicht, dass das gehen wird. Gerade wenn man bedenkt, dass das Ganze voll toxischem Gas ist. Also die Resolve Experimente sind nicht so angenehm. Die sind wie in der Tat nicht so angenehm. Tja, also, wie gesagt, ich will nochmal zu dieser Tür gehen, die wir nicht öffnen konnten. Einfach, um zu sehen, weil ich neugierig bin. Und ein gieriges Arschloch auch. So, ah! Boah, das war ganz knapp. Schnell weg. Wo war das nochmal? Verdammt. Hier war, glaube ich, ein Aufzug. Oder? Ja, da ist ein Aufzug, oder? Ja. Und dann da oben irgendwo. Glaube ich. Oder unten. Ist eher unten. Da war irgendwo auch noch ein Schaltkreis, wo man eine 80 braucht. Das hier gibt es nichts zum Überladen. Okay, schade. Na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle einen Break. Gehen dann in der nächsten Episode in die Central Production B zurück. Und gucken mal, ob wir da irgendwo weiterkommen. Mir fallen noch ein paar Türen ein, aber ich weiß nicht, ob das die richtigen sind. Naja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.